Hallo und herzlich willkommen hier am 24. August 2020. Ich stehe hier tatsächlich auf dem Dach, auf der Dachspitze fast. Das hier wäre die Dachspitze. Und das ist hier eben so ein Walmzeltdach. Und damit wurde eben heute begonnen mit der Installation. Man kann sehen, der Dachstuhl selbst, die Holzunterkonstruktion, die steht eben schon. Ist soweit fertig installiert, verschraubt und so weiter. Und in den unteren Bereichen wurde eben damit schon begonnen, diese Abdichtfolie eben anzubringen. Eine Lattung wurde da schon aufgebracht. Und auf die Lattung, soweit ich weiß, kommt jetzt so eine Querlattung nochmal. Und da werden dann die eigentlichen Ziegelsteine, die Dachziegel, installiert und befestigt werden. Man kann von hier auch ganz gut sehen, dass man hier mit so einem mobilen Kran arbeitet. Also die Firma, die das installiert, die hat hier nochmal ihren eigenen Kran mitgebracht, der da in etwa an derselben Stelle steht wie auch schon der Baukran. Wobei das jetzt eben so ein Fahrzeug ist, dass man ganz schnell eben wegfahren kann. Und ja, man sieht hier eben Holz, also das ist ein Holzdachstuhl. Das ist so eine Art Pyramide, die hier zur Spitze eben zuläuft. Und in einem Abstand von etwa 50, 60 Zentimetern gibt es hier halt einfach die Balken, die weggehen und die dann die eigentliche Last der Dachziegel tragen. Der Dachstuhl ist auch nicht sonderlich hoch, also das kann man jetzt von hier aus ganz gut sehen. Ich stehe jetzt hier auf der Geschossdecke des Obergeschosses und die Spitze des Daches ist vielleicht ein bisschen höher als ich selbst, also in etwa 2 Meter dürften das sein. Und dann fällt es natürlich zur Seite hin ab, deutlich ab. Also das ist schon so, dass man da teilweise dann echt Schwierigkeiten bekommen dürfte und dann nur noch hinrobben kann wahrscheinlich nachher, gerade wenn man dann noch die Wärmedämmung auf die Geschossdecke legt. Aber zumindest im mittleren Bereich kann man sich gut bewegen und ja, zum Rand hin wird es halt ein bisschen enger. Das ist ja jetzt hier kein Wohnraum, sondern irgendwie höchstens mal ein bisschen Stauraum. Insofern passt das schon. Das ist jetzt sozusagen die innere Ansicht des Dachstuhls. Also man kann sehen, es gibt hier so Auflagestützen oder Balken, 4 Stück an der Zahl. Die stützen eben hier nochmal so eine Vierecksbalkenkonstruktion ab. Und auf dieser Vierecksbalkenkonstruktion liegen dann die eigentlichen Seitenteile des Daches auf. Und interessanterweise, also das hatte ich im Vorfeld schon herausgemessen und berichtet, also 3 dieser Stützen, da ist überhaupt kein Problem mit den Öffnungen, mit den Schnitten, die wir getätigt haben. Beim 4., das kann man da hinten erahnen, wenn ich da mal mich hinbewege, es ist doch schon relativ knapp. Also das ist jetzt hier sind ein paar Zentimeter, man kann das ja hier sehen. Der Balken geht eben bis zu dieser roten Linie. Das sind nochmal so 3, 4, 5 Zentimeter. Danach fängt schon wieder die Aussparung hier an. Das war Glück im Unglück. Ich hatte das tatsächlich im Vorfeld nicht bedacht, als ich das Ding hier hineingeschnitten habe und hatte jetzt ein bisschen Glück von der Konstruktion her, dass das so genau hier hinhaut. Ansonsten, das kann man hier jetzt sehen, wenn man da so ein bisschen durchguckt, wurde auch schon die Unterkonstruktion von unten eben installiert und gestrichen. Also das ist ein Grauton bei uns. Das ist eben der Teil des Dachstuhls, den man auch von unten und von außen sieht, insbesondere wenn das Gerüst nachher weg ist. Ich zeige euch das auch gleich nochmal vom Gerüst aus selbst, aber das ist eben die Ansicht jetzt hier von oben. Und seitlich jeweils gibt es hier so eine Art Abdichtfolie. Da liegt nochmal ein Holzbalken auf. Also der ganze Dachstuhl am Rand ist eben von so einem Holzbalken hier umspannt. Und auf diesem Holzbalken selbst liegen dann die dicken Balken des Dachstuhls selbst auf. So, und das ist jetzt hier eine andere Hausfassade. Und da haben wir tatsächlich einen Fail aus meiner Sicht erstmal. Das muss ich mal schauen, wie man das geklärt bekommt und gelöst bekommt. Das hatte ich tatsächlich auch angesprochen im Vorfeld. Mir wurde zugesichert, das sei kein Problem, aber aktuell ist es ein Problem und zwar, hier liegt wieder dieser Balken auf, dann gibt es hier irgendwie so eine Art Abdichtfolie und hier kommen ja die Schächte hoch, also man kann das sehen, irgendwie erahnen, hier gibt es einen Schacht, das war ein Abflussrohr bzw. die Entlüftung wahrscheinlich nach oben hin, das hier ist mein Elektronikschacht und das hier ist ein Steigschacht für die PV-Anlage, aber ja, da kriege ich keine Kabel durch und vor allem nicht in der Menge. Und mit dem Durchmesser, den ich möchte. Jetzt müssen wir halt schauen, ob und was man hier von diesen Balken entfernen, abtragen kann. Und inwiefern das die Dichtigkeit oder so beeinträchtigt, bin ich mir nicht sicher. Muss ich ansprechen, muss ich abklären. Aber das gefällt mir jetzt so auf den ersten Blick erstmal nicht besonders gut. Hier noch die Ansicht der Dachunterkonstruktion. Kann man jetzt hier eben sehen, das wurde hier gestrichen und auch zugeschnitten. Also hier gibt es eben eine Menge Bretter, die hier eben zugeschnitten sind vor Ort. Und das Ganze wurde dann eben mit so einem Grauton von unten angestrichen. Da die Arbeiten sind eben fertig. Hier ist auch wieder diese Abdeckfolie von der anderen Seite. Darauf aufliegend ist eben dieser Holzbalken. Aktuell kann man da noch komplett durchgucken. Das wird sich später auch ändern. Und
So würde man eben das Dach jetzt sehen von Gerüst aus. Also ich stehe hier jetzt gerade am Gerüst. Und das sind jetzt hier eben die ersten Bahnen, also die erste Schicht des Dachs. Wie gesagt, auf diese Lattung kommt sicherlich irgendwie nochmal in irgendeiner Form eine Querlattung. Und da werden dann die einzelnen Ziegelsteine installiert werden. Und die eigentliche Arbeit für heute, die steht da unten, nämlich die Fenster. Ich habe da auch schon Hilfe dabei, um die ein bisschen in Bewegung zu versetzen, die Fenster. Da bauen wir Fensterkontakte ein und das Hauptproblem ist eben das Gewicht und die Sperrigkeit der Fenster, dass man die eben bewegt bekommt, aufgebockt bekommt, sodass man dann da eben diese Kontakte einbauen kann oder Vorbereitungen dafür treffen kann. Das ist nicht ganz einfach, die sind echt sackrisch schwer und dementsprechend ist da doch ein bisschen Helfertum angesagt und ja, ein bisschen Koordinationsaufwand. Ansonsten soll es das aber für heute schon gewesen sein. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen weiter beim Thema Fenster, nehme euch aber auch hier beim Thema Dach in den nächsten Tagen sicherlich wieder mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!